Die Regierung wurde nicht gestürzt, die Regierung hat sich selber aufgelöst. Für die SPÖ selber war das richtig falsch, weil sie haben sich verbünden müssen mit ihrem größten Gegner, den sie haben. Es ist eine Beamten- und Beamtinnenregierung, denn alles andere würde implizieren, dass politische Regierungen keine Experten sind. Nachdem quasi ein FPÖ-Vizekanzler sein eigenes Land verkaufen wollte, man muss es ja mal so hart sagen, die Möglichkeit, quasi diese FPÖ nahezu platt zu machen. Dann braucht es die Zeit, wo die Entscheidungsträger, die zusammenarbeiten müssen, auch Kompromisse eingehen. Ich für mich in Tirol sage immer, ich will die Opposition gar nicht so lernen, weil wir sind eine Regierungspartei und das dürfen wir nie vergessen. Ich glaube, dass die Parteien gut beraten sind, wenn sie in den kommenden Wahlkämpfen auf Dirty Campaigning verzichten. Der politische Stil, den Sebastian Kurz vertreten hat, ist durchaus gekennzeichnet von einem Ideal der Gegnerschaft. Am Ende entscheidet ja das Programm und das, was man tut. Und da sehe ich bei Sebastian Kurz relativ wenig. Ich glaube deswegen, es gibt Krokodilstränen bei Sebastian Kurz, dass er jetzt da gestürzt wurde.